Franzi, schönen guten Tag erstmal. Hi. Schön, dass du Zeit hast. Danke, dass wir sind hier in Kreuzberg in einem Café. Das ist so deine Gegend, wo du jetzt zu Hause bist, nehme ich an. Also zu Hause bin ich in Köln tatsächlich, aber ich bin recht oft hier, um Musik zu machen, um Songwriting-Sessions zu machen. Genau, daher zieht es mich dann immer mal wieder nach Berlin. Du bist bisher mehr als Songwriterin unterwegs gewesen, aber jetzt willst du richtig durchstarten und hast deine Single Dein Shirt gerade veröffentlicht. Genau, meine letzte Single Dein Shirt ist jetzt seit Juni veröffentlicht und seitdem sind wieder einige Sachen passiert. Ich war jetzt wieder öfter hier in Berlin, hatte die letzten Tage auch wieder Songwriting-Sessions um wieder neue Songs zu sammeln. Genau. Dein Shirt ist deine zweite Single, die bisher erschienen ist, aber ein Album ist in Arbeit, habe ich gehört. Genau, das Album ist auf jeden Fall in Arbeit. Daher bin ich auch jetzt gerade in Berlin, um wieder neue Songs zu schreiben. Es gibt zwar schon einige, aber da sind wir noch auf der Suche nach den passenden Songs und nochmal mit anderen Leuten zusammenschreiben, damit wir da irgendwie so ein vielfältiges Ding irgendwie hinbekommen. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Kannst du ein bisschen mehr verraten über das Album und über die Songs, mit wem du so schreibst und in welche Richtung es geht? Also es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen, in der meine letzten beiden Songs auch gegangen sind. Also ich mag es ja sehr gerne, melancholische Texte zu haben und dann aber auch einen beatbetonteren Instrumental-Teil. Da habe ich jetzt mit ganz unterschiedlichen Leuten auch die letzten Tage zusammengearbeitet, beispielsweise mit Madeline Juno, mit der ich sehr, sehr gern zusammenschreibe, bin auch sehr persönlich ein sehr großer Fan von ihr. Deshalb fühle ich mich sehr geehrt, auch mit so einer Person zusammenarbeiten zu dürfen. Aber auch noch viele andere tolle Künstler. Und bin sehr gespannt, was wir da noch für Songs erarbeiten können. Hast du ein Vorbild? Ja, also ich habe mehrere Vorbilder. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein genaues habe, aber ich bin seit Kindheit schon ganz, ganz großer Fan von Jessie J. Ihre Texte inspirieren mich total. Ich habe sie leider persönlich noch nicht live gesehen. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Aber ich finde sie als Künstlerin ganz, ganz, ganz toll. Ja. Mhm. Und von den Deutschen vielleicht, gibt es da auch einen, der dich inspiriert? Auf jeden Fall auch Madeline Juno. Da gibt es aber noch ein paar andere. Also ich bin auch großer Fan von Caliph. Ich finde das ganz toll, was er für eine Entwicklung hingelegt hat. Ich kannte ihn eigentlich eher als YouTuber und mittlerweile, finde ich, hat er da echt richtig, richtig coolen Deutschpop hinbekommen, ja. Du bist ja auch mit YouTube-Videos erst bekannt geworden, da hatte ich die Plattenfirma wohl entdeckt oder das Verlag oder wie war das? Ja, genau, also ich habe angefangen so mit, ich glaube ich war 13, da habe ich angefangen die ersten Videos hochzuladen, noch zu Hause in einem ganz kleinen Rahmen. Ich habe damals eine alte Kamera geschenkt bekommen und durch diese Videos, ja, da ist dann irgendwann jemand von Universal Publishing auf mich aufmerksam geworden. Hat mich dann gefragt, ob ich nicht einfach mal Lust habe, nach Berlin zu kommen, ein paar Songwriting-Sessions zu machen. Und so bin ich dann quasi in diesen Songwriting-Kosmos gelangt. Habe ganz viele interessante Writer kennengelernt, mit denen ich heute noch sehr, sehr gerne zusammenschreibe. Und genau, so hat sich das, so ist der Stein quasi ins Rollen gekommen. Für die, die sich jetzt nicht so auskennen mit diesen Songwriting-Sessions, kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie sowas abläuft? Ja, das werde ich öfter gefragt. Also zum Beispiel meine Freunde, die fragen mich immer, okay, wie läuft das denn ab? Also sitzt ihr da und dann fängt auf einmal einer an, irgendwie eine Melodie zu trällern oder ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also meistens geht man in eine Songwriting-Session und quatscht erstmal total lange oder super unterschiedlich. Man redet erstmal drüber, in welche Richtung der Song gehen soll, was einen vielleicht gerade bewegt oder was einen inspiriert. Und dann fängt es meistens so an, dass einer beispielsweise am Klavier sitzt, eine schöne Melodie spielt, man dann darauf irgendeine Textzeile findet und manchmal auch irgendwie an einem Wort hängen bleibt und sich daraus dann ja so eine etwas zusammenfügt aus vielen Wörtern und aus vielen einzelnen Ideen, genau. Und seid ihr da in so einem Raum eingeschlossen und dann? Genau, also man stellt sich immer vor, dass man in irgendwie mega modernen Studios ist mit ganz, ganz vielen Knöpfen, aber das habe ich bisher auch noch nicht so erlebt. Das war meistens, das kann auch in einem Wohnzimmer sein, das kann auch in jedem Ort sein. Man braucht eigentlich nur noch heutzutage einen Laptop und ein Mikro, dann im besten Fall noch irgendein Instrument und dann kann man auch schon anfangen, Songs zu schreiben, genau. Mhm.
Und so sind deine ganzen Songs jetzt entstanden. Wie viel hast du schon geschrieben? Genau, weißt du das? Also es sind echt viele Songs. Also ich bin nach dem Abi, bin ich erstmal nach Berlin gezogen und habe auch wirklich nur Songwriting gemacht. Und da sind super, super viele Songs entstanden, die wir jetzt auch so langsam nochmal ein bisschen ausgraben und gucken, an welchen Songs man nochmal arbeiten kann. Also es sind auf jeden Fall, ja, ich glaube so um die 30, 40 Songs, die da wow. entstanden sind. Ja, ja. Und das Album soll dieses Jahr noch erscheinen oder nächstes Jahr? Genau, das Album ist für nächstes Jahr angesetzt. Für nächstes Jahr. Genau, dieses Jahr werden wir auf jeden Fall noch ein paar Singles veröffentlichen. Die nächste ist auch schon in den Startlöchern und müssen dabei jetzt auch erstmal noch ein paar Songs sammeln für das Album. Mhm. Und ich habe gelesen, du willst aber auch im März auf Clubtour gehen. Genau, richtig. Ich möchte im März auf Clubtour gehen. Ich werde in 4 Städten spielen, in Köln, München, Hamburg und Berlin. Und ja, bin selbst schon ganz, ganz aufgeregt. Ich freue mich unglaublich drauf. Es ist ja zwar schade, dass ich dieses Jahr jetzt keinen Support spielen konnte. Da waren einige Termine, die ja leider ausgefallen sind. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich hoffentlich nächstes Jahr im März dann auf eigene Tour gehen kann. Ja, aber letztes Jahr warst du mit Johnny und Jakob auf Tour auch schon. Genau, richtig. Und warst auch in Berlin im Prachtwerk dann, ne? Genau, da waren wir auch im Prachtwerk, ja. Bei dem Auftritt, wie sind dann deine Songs da angekommen? Also ich glaube, dass die sehr, sehr gut angekommen sind. Also ich hatte teilweise Leute, die wirklich mitgesungen haben. Das hat vor allem bei deinen Shirts sehr, sehr gut geklappt. Da habe ich die Leute echt dazu bekommen, dass sie den Text mitgesungen haben, dass sie mitgeklatscht haben. Also ich hatte das Gefühl, dass es den Leuten gefällt, ja. Und dass das gut angekommen ist, ja. Okay. Und wenn du in Berlin am 6. März, genau, 6. März auftrittst, wird das Album dann schon draußen sein oder erleben die Leute vielleicht dann eine Premiere und hören als erste deine neuen Songs? Ja, also da kann man auf jeden Fall gespannt bleiben. Da wird sicherlich der ein oder andere Song in dem Set dabei sein, den ich noch nicht veröffentlicht habe. Also da kann man sich auf jeden Fall auf was Schönes freuen. Also sollten die Leute sich den 6. März im Privatclub auf jeden Fall... Auf jeden Fall, den sollte man sich in den Kalender tragen. Okay, ja, das war's eigentlich schon. Super. Ja, bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche natürlich viel Erfolg mit deinen nächsten Singles und wir warten auch schon auf das Album dann. Dankeschön, vielen lieben Dank.